Hi Leute und willkommen. Ja, was ihr hier seht, ist noch unser Lager, so wie es jetzt aussieht. Also wie ihr seht, wir müssen hier noch eine ganze Menge machen. Ja, ich bin jetzt gerade mal kurz mit meinen Eltern hier und zeige denen das Ganze mal, damit die das auch mal gesehen haben. Also in echt gesehen haben. Ja, das mit dem Internetanschluss hat im Grunde ganz gut funktioniert, denke ich mal, wenn ihr das Video jetzt seht. Denn ich habe jetzt sage und schreibe drei Möglichkeiten, meine Videos hochzuladen. Und zwar einmal bei einer netten Studentin hier aus der Umgebung, die sich schon sehr auf das Restaurant freut. Und dann noch bei Pinax, also da, wo wir unsere Karten herbekommen haben, unsere City-Cards. Und auch im Weißladen gibt es wohl Open Internet, irgendwie so ähnlich. Also da könnt ihr es auch machen, mal schauen, wo ich es denn wirklich mache. Ja, die Küche, so wie sie jetzt aussieht, wird sich auf jeden Fall noch einiges ändern. Es ist ein bisschen dunkel, ich will jetzt ein extra Licht anschalten, nur um hier ein Video zu machen. Werdet ihr sowieso noch öfter sehen demnächst. Ja, hier werden wir noch ein paar Sachen machen. Hier kommt dann noch ein Kombidämpfer hin und wahrscheinlich eine andere Spülmaschine und so weiter und so fort. Ja, und demnächst wollen wir anfangen, und zwar nächste Woche, wahrscheinlich Dienstag, Montag, Mittwoch, keine Ahnung. Irgendwann Mitte nächste Woche werden wir auf jeden Fall anfangen und hier mal gucken, was wir dann genau alles machen wollen. Ja, ansonsten hat sich noch nicht weiter viel verändert. Ja. Also bis demnächst. Wahrscheinlich werde ich noch ein paar Aufnahmen machen und die hier noch mit ranschneiden, denke ich mal, und die dann irgendwie Mitte nächste Woche hochladen oder so. Ja, mal schauen. Bis denn. So, da bin ich wieder. Ja, gestern war ja schon mal hier mit meinen Eltern, heute mit meiner Schwiegermutter, der Tante von Dietlin nochmal. Und ja, Dietlin und Milan. Und wir gucken heute schon mal, was wir jetzt langsam mal genau anpacken können. Denn ja, unser Umzug ist fast vollständig vollzogen. Noch irgendwie zwei Kisten stehen rum und noch ein paar kleine Bilder müssen angehängt werden. Ja, der Rest ist jetzt an einem Wochenende ziemlich schnell fertig geworden. Mit Hilfe meiner Eltern. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe jetzt mal in der Küche heute auch mal Licht angemacht, damit ihr das mal ein bisschen sehen könnt. Es ist jetzt noch alles total schmantig, wie ihr seht. Also auch, wenn man sich mal die Decke anguckt, also wir müssen hier alles auf jeden Fall neu streichen, teilweise auch im Gastraum zumindest auch tapezieren und so weiter, alles mögliche putzen, nicht nur in der Küche, jetzt auch draußen. Ja, draußen wirklich jetzt nicht, weil die anderen da gerade rumwürmeln sind. Hier ist, ja, hier sind unsere E-Herdplatten, der Bräter ist hier, Fritteuse. Die Fritteuse wahrscheinlich kommt raus, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel was mit Frittierte machen will, also auch ein bisschen vielleicht, aber das würde ich mal im Topf machen eher und habe dann lieber noch mal ein paar mehr Herdplatten oder vielleicht noch irgendwas anderes. Aber ja, Fritteusen finde ich, muss nicht unbedingt sein. Also das will ich eigentlich relativ, wenn es geht, dann relativ selten machen. Ja, eine Beckmarie und einen Salatkühler und ja, Spülmaschine, da überlegen wir noch, ob wir eine neue nehmen. Ich weiß nicht, ob die so toll ist, die werden wir auf jeden Fall erstmal testen und dann werden wir sehen. Ja, wie ihr schon hört, es ist auf jeden Fall ziemlich viel zu tun. Wir machen jetzt erstmal den Boden, haben jetzt schon mal die Wandfarbe angeguckt. Starte ich jetzt mal kurz rein. Also das oben links, das ist jetzt so unser Favorit. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Video jetzt so richtig genau, den genauen richtigen Farbton sieht. Aber ungefähr so soll die Wand gestrichen werden. Das ist so ein helles Maigrün, Lindgrün. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel zu tun, sehr viel zu putzen, zu streichen. Obwohl, wir haben jetzt schon jemanden, der uns auf jeden Fall den Gastraum streicht, der auch gelernter Maler ist. Das ist schon mal sehr viel wert. Oder sogar zwei. Ja, das ist schon mal eine Riesenhilfe. Denn, ja, ich meine, Küche und so streichen kriege ich im Notfall auch noch alleine hin. Da muss ich kein Maler für sein, aber ja, Gastraum soll schon professionell aussehen. Wie gesagt, viel zu putzen, viel zu tun. Also wenn ihr irgendwie hier in Rostock seid und ihr möchtet gerne einfach mal mit anpacken für vielleicht ein kleines Essen oder so. Also ich werde jetzt hier noch keine komplizierten Sachen machen, aber vielleicht gibt es ja mal eine Suppe und keine Ahnung, irgendwas. Obwohl ich wahrscheinlich erst die Küche putzen werde, bevor ich hier irgendwas koche. Aber ja, wird sich irgendwas einrichten lassen. Also wenn ihr Lust habt, uns zu helfen oder auch einfach mal Lust habt, vorbeizukommen und zu gucken oder uns vielleicht irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwelche Ideen habt,
und vielleicht von Design Ahnung habt, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, oder einfach neugierig seid und mal reingucken wollt, dann macht das ruhig. Also wenn ihr seht, von der Tür ist auf oder ihr seht drinnen jemand rumwirbeln, könnt ihr einfach mal reinkommen und Hallo sagen, auf jeden Fall. Ja, und natürlich auch helfen, sehr gerne. Ja, jetzt am Donnerstag kommt Josef nochmal her. Der arbeitet ja noch immer in Stelzhagen. Jetzt noch, ich glaube noch eine Woche, zwei Wochen, ich weiß es nicht genau. Ich glaube eine Woche noch ungefähr. Und dann ist er auch von Stelzhagen befreit sozusagen. Ja, deswegen hat er erstmal nur ein Wochenende, kommt am Donnerstag her. Mit dem, der vorne streichen soll, da besprechen wir nochmal einige Sachen. Ja, und wir haben heute auch vorhin gerade eine E-Mail bekommen von einem Kräuterhof hier in der Nähe. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Moment. Die Biogärtnerei Küstenmühle. Ja, mit dem wollten wir auch mal einen Termin machen, hat jetzt Josef gerade angeschrieben. Und ja, bin sehr gespannt. Vielleicht kann ich da auch ein paar Aufnahmen machen, mal schauen, ob das funktioniert. Ja, so viel dazu. Ich werde das Video, glaube ich, morgen, also am Dienstag, versuchen, in den Weiß hochzuladen. Mal gucken, ob das funktioniert mit dem OpenNet. Ob ich da ein Video hochladen kann. Deswegen will ich es auch nicht allzu lang machen jetzt. Okay, so viel dazu. Ich freue mich von Nachrichten von euch. Wenn ihr uns gerne helfen möchtet, dann auf jeden Fall freue ich mich drüber. Ja, zum Thema Crowdfunding. Wir sind jetzt mittlerweile, mein letzter Stand ist jetzt 5.500, also 4.500 ungefähr fehlen noch. Und wir haben noch bis zum 22. Zeit. Also, ja, wir sind ziemlich aufgeregt. Für uns ist es, klingt es ziemlich knapp. Aber ja, ich hoffe, dass auch noch sehr viel passieren wird. Der Zeitungsartikel ist immer noch nicht rausgekommen. Ich warte aber nicht darauf, dass das endlich mal passiert. Der liegt wohl jetzt eine Woche bei dem Chefredakteur schon auf dem Schreibtisch, so wie ich gehört habe. Aber ich weiß noch keinen Termin, wann der rauskommen soll. Ich hoffe nicht erst am 21. oder so. Das wäre ein bisschen spät. Ja, so viel dazu. Jetzt ist es doch so lang geworden. Verdammt. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.